gerade vollzogen werden. Simone Laudier geht raus und da kommt Verena Feist ins Spiel. Und Lira Alushi, die sehen wir jetzt auch für Celia Šašić. Mal schauen, wie das jetzt sich taktisch auswirkt. Feist ist gleich mal auf die linke Seite herausgegangen. Das würde bedeuten, dass Behringer nach rechts rüber wechselt. Und dann können wir mal gucken, ob vorne nun ganz vorne Alushi spielt oder doch Mittag. Die nächsten Sekunden werden darüber dann gleich mal Aufschluss geben. Vielleicht machen es auch beide. Es gibt da mehrere Varianten im Team von Sylvia Knight. Er hat nicht gewechselt. Duggan beim Einwurf. Durchschnittsalter beträgt 21 Jahre bei Irland. Die einzige im Kader ist Emma Byrne, die über 30 ist. Leopolds. Peter an der Seite von Kran. Frank Schmidt. Noch mal genau hingucken, wer da alles mitspielt. Hier derzeit Tabellenachter in der zweiten Liga mit dem ersten FC Heidenheim. Hat die Mannschaft ja nach oben gebracht. Aus der dritten Liga und hat hier in diesem Stadion auch schon mal einen schönen Triumph gefeiert im DFB-Pokal, nämlich als man Werder Bremen rausgekickt hat. 2011 war es. Oh, umgefallen. Das wusste jetzt niemand so recht, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist sie umgefallen. Shannon Smith. Und zwar einfach so. So, schauen Sie. Und dann, ja, das ist nichts gewesen. Meine Aktion jetzt für Nanin Angerer. Muss noch keinen Ball halten. Es wird anders werden bei den Spielen dann im Oktober und November. Frankreich, Schweden, England sind da die Gegner. Campbell wirft. Hat sich ein bisschen besser darauf eingestellt, die deutschen Spielerinnen. Quinn war auch mit nach vorne gegangen. Roshan Little John, der in der Nähe von Nadine Angerer. Die Mannschaft hatte sich unglaublich viel vorgenommen von Irland. Da wurde in den sozialen Netzwerken heute, da gab es ein paar Kampfansagen, dass man sich ja schon fast Sorgen machen müsste. Hoffentlich überziehen die hier nicht. Tierinnen, so aufgewühlt wirkten die. Nach
45 Minuten, muss man sagen, es wird besser getwittert als gespielt. Leupolz. Ringer. Da ist jetzt rübergegangen auf rechts. Behringer kommt wieder zurück auf die linke Seite. Und vorne sieht es dann doch so aus, wie ich es vorhin schon mal angedeutet hatte, mit einer Art Doppelspitze mit Mittag und Alushi. Behringer. Das ist Feist. Da kommt Hendrich mit riesigen Schritten. Bisschen zu weit vorgelegt von Lira Alushi. Mittlerweile ja auch in Diensten von Paris Saint-Germain, hat Frankfurt verlassen. Da haben wir sie, die 26-Jährige, und hat dort bei PSG einen Vertrag unterschrieben bis 2016. Das Geburtstagskind, das ist nicht Annike Kran, sondern Fiona O'Sullivan, die da gerade durchs Bild gelaufen ist. Heute 28, da ist sie. Heute 28. Geburtstag. Warum denn nicht? Versuch von O'Gorman. Dora Gorman. Eine von vielen Studentinnen im Team von Suronen. Wie gesagt, ganz, ganz junge Mannschaft. Aber da kommt ein bisschen was bei Irland. Auch in den Nachwuchsteams. Mittag. Alushi, kein Foul. Schiedsrichterin relativ rigoros. Katharina Monsul weiterhin. Hat aber keine große Mühe mit der Partie. Alushi versucht hier, sich natürlich auch ein wenig in Szene zu setzen. Ein paar Argumente zu sammeln, auch mal wieder in die Startformation berufen zu werden. Und Sylvia Knight unten an der Seite mit der vierten Offiziellen. Da wird auch schon wieder diskutiert. Angelika Söder ist das, die da unten steht. Die beiden tauschen sich da aus. Tut ein bisschen mehr in den zweiten 45 Minuten.
Roberts. Peter. Viele Ballkontakte jetzt von Melanie Leupolz. Kemme, Peter, Kran versucht die Spielverlagerung. Beringer. Oh, das ist nicht schlecht von der Idee gewesen, die Verena Feister ein bisschen mit einzubeziehen. Heißt, Rosch hier permanent jetzt. Ja! Nächster guter Versuch, nächste Torchance für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Gute Aktion. Schuss von Feist. Hier haben wir sie. Gut abgezogen. Ball springt ein, zwei Mal. Gar nicht so leicht zu halten. Annike Kram. Roberts. Auch da war der Ball schon wieder gespielt bei diesem Foul von Ferhey an Melanie Beringer. Kran hat sich da auch mal körperlich ein bisschen zur Wehr gesetzt. Nachdem sie mehrfach von O'Sullivan attackiert wurde. Dirty John. Das ist natürlich ein Spiel, was Silvia Neid überhaupt nicht gefällt. Klar, das ist eher auf Zerstören ausgelegt. Das ist eher destruktiv. Da will man der deutschen Mannschaft verständlicherweise die Spielfreude nehmen, die sie ja über weite Strecken der ersten Hälfte gezeigt hat. Ja, das war die Antwort von Tabea Kemme. In Irland sind die Mädchen, sind Spielerinnen wie Ferhey, kampferprobt aus anderen Sportarten, aus Rugby. Das Gaelic-Football, das sind Sportarten, die normalerweise im Ranking der Beliebtheitsskala vor dem Frauenfußball liegen. Also die bekommen da schon in den Schulen und in den unteren Klassen eine ganz gute Ausbildung mit, gerade was das Zweikampfverhalten betrifft. Aber Tabea Kemme muss sich da nicht verstecken. Profiliga gibt es mittlerweile 7 Vereine dort in Irland insgesamt. Das sind so die offiziellen Zahlen, die man gehört hat in den vergangenen Tagen. Von den Iren sollen es 25.000 Fußballerinnen geben, die diese Sportart ausüben. Wie gesagt, die Sportart Nummer 3 bei den
Frauen und Mädchen, Frauenfußball in Deutschland, das kennen Sie, das wissen Sie bereits, diese Zahlen. Wird immer die Zahl von 1 Million genannt, die in Deutschland Frauenfußball aktiv oder in einem Verein betreiben. Also auch da ist die Diskrepanz, was die Kräfteverhältnisse anbetrifft, doch relativ groß. Anja Mittag, die da Druck ausübt auf Quinn. Die Deutschen teilen jetzt auch ganz schön aus. Little John. Campbell. Hallo, Schi. Etwas behebe ich jetzt in der Vorwärtsbewegung, das deutsche Team. Die Mannschaft hat ein bisschen zurückgeschaltet. Alushi, Mittag, jetzt vielleicht ein neuer Anlauf. Rückgabe. Mehr war es nicht von Anja Mittag. Gute Gelegenheit für Irland zu wechseln. Da sehen wir noch mal die Aktion. Da war so eine Mischung aus Hereingabe und Rückgabe von einer Mittag ist auf jeden Fall misslungen. O'Sullivan geht raus. Das Geburtstagskind wird verabschiedet und O'Sullivan kommt rein. Nämlich Denise O'Sullivan, 20 Jahre alt. Fiona hat relativ wenig bewegen können heute. Denise O'Sullivan, gute Technikerin. Schon 31 Länderspiele mit gerade mal 20 Jahren. Also das ist schon eine relativ große Erfahrung, die sie da mitbringt. Lira Alushi, ich habe es Ihnen ja gesagt, die will ja mal was zeigen heute. Hatte wohl das Gefühl, dass da noch jemand am Ball gewesen sein könnte, war aber niemand, keine Hand dran. Sah zumindest in der ersten Wiederholung so aus, als sei, nein, nicht dran. Emma Byrne. Nein. Die Torfrau.
beim SC Arsenal ist hier unter Vertrag. Die Keeperin von der Land. O'Sullivan wechselt für O'Sullivan. Die haben auch von der Position her hat sich da nichts getan. Da spielt die eine dort, wo die andere vorher auch unterwegs war. Marochan. Bisschen geht abgetaucht jetzt. Zweite Hälfte. Mittag. Schön. Kämme. Melanie Behringer, die da versucht hat, noch eine Ecke herauszuholen. In ihrem Duell mit Little John. Ja, sie würde gerne mal was zu tun bekommen, Nadine Angerer, aber die Inszenierung des Abstoßes von Emma Byrn, die zieht sich schon ein bisschen hin. Leupolz hier zusammengeknallt mit Smith. Shannon Smith, 27 ist sie. Die irische und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Spielt in Norwegen. Zum Mittelfeld universell einsetzbar. Wir hoffen natürlich, dass das auch für den Rest dieser Partie so bleibt. Leupold steht schon wieder, haben wir gerade gesehen. Das ist die Begeisterung, das ist die Laola hier in Heidenheim. Gut erlaufen. Das hat sie stark gemacht. Kämme, Behringer. Bisschen ausgerutscht da. Die Melina Behringer 2005 hat sie ihr erstes Länderspiel gemacht. Melanie Leupolz wird sofort herausgenommen. Vielleicht auch eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Ich habe ja gesagt, sie ist noch nicht wieder bei 100% nach ihrer Verletzung. Und Henning kommt. Könnte sein, dass wir jetzt Hendrich mehr im Mittelfeld sehen. Und man sich da hinten ein bisschen ein wenig neu sortiert. Henning an die Seite von Kran, Peter nach rechts raus und der Kämme links. Da haben wir Katrin Hendrich, die tatsächlich jetzt vor die Abwehr gegangen ist. Auch das war eine taktische Variante, die Bundestrainerin sich an den vergangenen Tagen hier überlegt hat. Das ist eine Position, die kann sie ja spielen. Die Katrin Hendrich. Dann war ja Mittag nochmal, die sich natürlich auf das
Testspiel am 29. Oktober, liebe Zuschauer in Stockholm. Dann Freud gegen Schweden. Schweden selbst führt momentan, wäre damit auch qualifiziert in der Partie gegen Schottland. Erste Torchance und gleichzeitig damit auch Bewegungsprobe für Nalinana Faye soll es gewesen sein. Smith was. Quinn. Aller guten Dinge bzw. Versuche sind drauf. Quinn was. Stehen sehr hoch die beiden Außenverteidigerinnen, beide fast an der Mittellinie. Hier haben wir Babette Peter und auf der anderen Seite Tabea Kemme. Also die deutsche Mannschaft versucht das Mittelfeldpressing wieder etwas in Schwung zu bringen, das doch alarmend war. Nicht zu erlaufen der Ball. Für Jennifer Maroja. Versteht kaum ihr eigenes Wort jetzt. Hier unten. Schauen Sie und hören Sie sich das vor allem hier mal an. Russell geht bei Irland und jetzt kommt Stephanie Roach. Die viele schon von Anfang an erwartet hatten hier. Aktuell spielt sie in Frankreich. Hat in Irland einen einsamen Rekord aufgestellt. Hat in den vergangenen 3 Jahren in der irischen Liga vor dem Wechsel nach Frankreich 71 Tore erzielt. Das hat sie interessant gemacht für europäische Spitzenvereine. So, und so führt sie sich ein. Achtung. Henning. Oh, die traut sich was zu im 100. Jahr. Das war frech. Gute Aktion. Aber es ist sehr linkslastig, das deutsche Spiel jetzt. Vorsicht da unten für den Kollegen an der Kamera. Nichts passiert. Der Ansatz eines Angriffs, mehr war es nicht. Gibt ein bisschen mehr jetzt in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Die Irinnen in den zweiten 45 Minuten. Liegt natürlich auch daran, dass das deutsche Spiel ein wenig nachgelassen hat. Guten Tag. Ganz früh drauf. Oh, was war denn das für ein Fehler? Da ist hier fast umgefallen. Und Zalucci. Faye, was ist denn der passiert?
Schauen Sie sich das an. Eine ganz intelligente, hochintelligente Fußballerin. Die arbeitet als Forscherin in einem Labor, in dem sie tagtäglich Blut analysiert. Aber was hier da unterlaufen ist, das ging ja durch Mark und Bein. Behringer. Kleine Schockphase der Irinnen jetzt vielleicht mal nutzen. Aus deutscher Sicht, da kommt Annike Kran mit vor. Und zumindest mal zu einem Kopfball. Hatte sich da selbst auch gut in Szene gebracht, man hat es gesehen, stand 1,5 Meter vor Quinn. Schade. War nicht so präzise gespielt, auch das Zuspiel von Marojan. Und doch ein bisschen von der Kette oder vom Haarband durcheinander gekommen, die Jennifer Marojan. Als da ihr plötzlich was von ihr abfiel. Macht ein bemerkenswert gutes Spiel für mich, Katrin Hendrich heute. Auf zwei Positionen. Rechts, hinten in der Viererkette und jetzt als echte Alternative da auf der Doppel-6. Kessler nicht dabei, Gößling ausgefallen. Also da gehen einem schon so ein bisschen die Spielerinnen aus. Dieser Position. Da ist es ja mal gut, eine Alternative zu haben. Und die ist in Person von Katrin Hendrich heute deutlich geworden. Ah, der Kopfball aufs Tor war deutlich besser von Annike Kran, als der jetzt in Richtung von Nadine Anger. Henning. Kahn. Hendrich. Pariser Innenverteidigung. Der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft mit Kahn und Henning. Jetzt, wer hätte das gedacht, dass es das mal geben würde? Arbeitet mit dem ganzen Körper, immer wieder auch mit dem Arm. Da schlägt sie fast so ein bisschen aus. Wie so ein Pferd hat man teilweise das Gefühl. Fährt der Arm da aus, so eine Art Huf. Super! Oh, Riesenchance! Riesenchance für Tabea Kemme. Schauen Sie ganz hinten, da hat sie sich einfach mal freigestohlen und steht 1:1 vor der Dörfer. So, jetzt gibt's Gelb gegen Emma Bahn. Schiedsrichterin ist stocksauer. Katharina Monsul. Ich habe Ihnen das ja gesagt, die versteht keinen Spaß und mit Zeitverzögerung hat die überhaupt nichts am Hut. Silvia Neid hat sie auf die Tribüne geschickt im November 2011, EM-Qualifikation. Damals in Spanien beim 2:2 musste die Bundestrainerin auf die Tribüne. Knappe Stunde war damals rum. Und deshalb gab es diese Spielsperre dann, als sie in der Türkei nicht bei der deutschen Mannschaft unten auf der Bank sitzen durfte. Wir haben damals die Gelegenheit gerne wahrgenommen, hat sie mal ein bisschen co-kommentiert.
bei uns Silvia Natt. Zehn Minuten noch, es ist sicherlich nicht alles so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, gerade in der zweiten Hälfte, aber insgesamt können sie doch sehr, sehr zufrieden sein. Die Verantwortlichen auf der deutschen Bank. Wer kommt noch mit? Wer hat noch Kraft? Marochan, das war ein Zuckerpässchen von Feist. Kemme, großes Laufpensum von ihr. Bombe. Bisschen angeschlagen, so. Leichten Infekt gehabt, deswegen konnte man sie in Moskau noch nicht bringen, die Tabea Kemmer. Aber heute ist sie voll da, hält hier durch. Nichts mehr zu spüren von wegen Erkältung. Und wie gesagt, auch auf den Außenpositionen in der Viererkette ist man auf der Suche nach Kandidaten für den WM-Kader. Zu vier Tore, 30 Punkte, das ist eine makellose Bilanz, die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft in dieser WM-Qualifikation eingefahren hat. Das ist der Stand jetzt, 8 Minuten vor dem Ende. Assistenztrainer auf der irischen Bank helfen damit, den Ball so griffig wie möglich zu präparieren für Campbell, die jetzt wieder weit einwerfen wird. Aber das ist natürlich irgendwann auch ein bisschen zu wenig, einfach auf weitere Einwürfe zu hoffen und auf mögliche Fehler des Gegners dadurch. Da stellt man sich dann schon irgendwann einmal drauf ein. Sue Romanen kann trotzdem zufrieden sein. So viele Punkte wie dieses Mal hat Irland in einer Qualifikation für die WM noch nie eingefahren. Und deshalb ist man dem großen, großen Ziel, sich einmal für ein internationales Turnier zu qualifizieren, wieder ein Stückchen näher zu kommen. Da haben wir die U19 noch, die wir nicht vergessen dürfen, die es bei der EM in diesem Jahr ja bis ins Halbfinale geschafft hat. Die irische U19. Also da kommt was nach. Andrich löst auch das gut. Die Anfeuerung von den Rängen bis in die Schlussphase hinein für die deutsche Nationalmannschaft.
locker abgelaufen von Henning. Maruscha. Alushi. Jetzt nochmal mit Tempo. Feist kommt mit. Mittag ist dabei. Behringer auf der anderen Seite. Das ist Mittag. Oh, da hat sie zu lange gewartet. Hätte sie dem Ball vielleicht doch den Schritt entgegengehen müssen. Anja Mittag. Einwurf für die Herren. Fünf Minuten vor dem Ende. Über 7000 Zuschauer hier. Also es ist eine sehr ansprechende Kulisse in dieser Arena, in diesem kleinen, schnuckligen Stadion hier in Heidenheim, in das ungefähr 13000 Zuschauer reinpassen. Muss noch ein bisschen ausgebaut werden für die zweite Liga. Da braucht man ja den Mindestfassungsvermögen von 15000, aber das kriegen sie sicherlich auch noch hin hier. Tut sich was. In Heidenheim an der Bretz. Hendrich. Marojan, gut mit Kenne. Immer wieder ist sie anspielbar. Sie hat richtig Meter gemacht heute. Behringer. Mittag. Behringer geht noch mal. Guter Laufen, Babette Peter. Feist. Ja! Starker Schuss. Tolle Parade. Das wollen wir doch noch mal sehen hier zum Schluss. Peter hat es eingeleitet. Feist dreht sich um die eigene Achse. Und dann kommt er. Ansatzlos fast der Schuss mit links. Sehr schöne Aktion von Verena Feist. Vom VfL Wolfsburg. Und Melanie Behringer noch einmal zur Ecke. Die hat jetzt auch drei Positionen gespielt in zwei Länderspielen. Babette Peter. In Moskau links in der Viererkette, heute zunächst zentral und dann auch noch rechts. Da muss man flexibel sein mittlerweile. Alushi, Mittag. Das Traumtor. Kollegen der Sportschau haben sich das schon notiert, da sind wir sicher. Ja, aufmerksamer Beobachter auch des Frauenfußballs, wie wir wissen. Smith mit einem Versuch. Gibt noch einmal einen Wechsel. Jetzt bei den Herren, Perry soll kommen. Little John. Richard Little John. Von Esteplatz und Sophie Perry darf noch mal ran. So eine Minute vor Schluss, geht da noch ein bisschen Zeit. 0:2 aus Sicht der Herren gegen Deutschland. Hört sich ja gar nicht so schlecht an. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Henning. Letzten Sekunden laufen, unten hat bereits die vierte Offizielle die Tafel nach oben gereckt. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Aloschi, keine Abseitssituation. Der ein oder andere wird vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Lira Aloschi, ehemals Lira Bayramay, mittlerweile verheiratet. Trainerin der Irinnen ist da relativ sauer ob der langen Nachspielzeit. Das bringt ihre Mannschaft dann eventuell doch noch mal in Gefahr, ein weiteres Gegentor zu kassieren. So viel Zeit geschunden und dann gibt es alles wieder oben drauf. Schauen Sie, wird der Ball unten behandelt wie ein rohes Ei. Campbell kommt und soll noch mal Richtung Tor von Nadine Angerer werfen, weit werfen. Also es ist schon fast Kult jetzt, was sie da unten betreiben. Einwurf Kult und dann kommt sowas bei raus. Okay, dann war es Kultchen. Das wird nichts mehr. O'Sullivan hat es noch mal probiert. Letzte Minute dieser Partie läuft. 2-0 für das deutsche Team hier in Heidenheim vor 7000 Zuschauern. Da ist niemand gegangen. Das ist so die eine oder andere Phase bei Jennifer Maroschein, wenn man das noch mal so ein bisschen kritisch anmerken darf, in der sie einfach noch ein wenig mehr Präzision in den Ball bekommen muss in das Zuspiel, auch wenn so eine Partie klar entschieden ist. Da ist immer so ein leichter Schlendrian drin. Aber das wird sicherlich dann gegen die renommierteren Gegner auch wieder besser. Aloschi. Die will es unbedingt wissen. Die Reingabe war nix. Aber ihr Engagement hat uns überzeugt in einer deutschen Mannschaft, ich habe das ja mehrfach erwähnt, die mit vielen Verletzten, vielen Ausfällen hier zurechtkommen musste. Es gibt schnelle Innovationen für den Europameister, für die Bundestrainerin, für Silvia Neid und die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. 2-0 durch die Tore in der ersten Halbzeit von Melanie Behringer und Anja Mittag. Und damit bleibt es dabei, es sind alle Spiele dieser WM-Qualifikation, auch das letzte, gewonnen worden. So, Klaus Lufen und Nia Künzer, bitte. Das Länderspiel der deutschen Frauen.